Ja, hallo Leute, da bin ich mal wieder bei einer neuen Episode von Uncharted 2. Jetzt war eine lange Pause, denn hatte zu tun mit der Schule und habe das Spiel auch mal kurz einem Freund ausgeliehen. Sondern aber auch nicht schnell durchgespielt haben. Wir machen jetzt weiter hier in diesem lustigen Eis aus Tempel. Nee, Tempel, ach Quatsch, Eis aus Tempel. Tempel aus Eis. Einer der Abwechslung bringenden Kletterpassagen. Da habe ich versucht, das auch so schnell wie möglich hinter uns zu bringen, weil das ja gut, vielleicht beim Zugucken nicht ganz so spannend ist und wir wieder Action haben wollen. Ne? Das war knapp. Tenzin, hallo. Schade, ich habe gedacht, ich kann abschließen. Naja. Hä? Ist runter oder was? Ach. Och Mann. Normalerweise bleibt er immer stehen und da hängt sich an die Kante dran. Mann. Hey, noch Mann! Nee, doch, da unten liegt er. Da unten liegt es doch, ne? Dumm. Ja, wie man vielleicht auch merkt, ich habe das Spiel jetzt länger nicht mehr gespielt. Ja, Tim ist wieder am leichten Weg. Muss man schon. Okay. Ah, Seil. Obwohl, wie ich Seile liebe. Kann man da dran? Jawohl. Und noch ein Schatz gefunden. Oh. Ich möchte mal eigentlich eine Episode erleben, wo Nate nichts Dummes, wo Nate nichts Dummes passiert. Irgendwie jedes Mal, wenn wir hier, wenn ich nicht aufnehme, passiert ihm irgendwie was Gutes. Na ja, es geht. Nicht gleich so. Eine Phase. So. Da. Schwer war es gar nicht. Echt. Ja. Na gut, das ist ein lieber Schatz. Ist egal. Ach, endlich. Ja. Ziehen den Schalter. Hebel. Ja, ist LMA. Leg mich am Arsch. Was habe ich gesagt? Jedes Mal passiert ihm irgendwas Dummes. Jedes Mal passiert ihm was Dummes. Ich muss da irgendwie rüber. Am besten auf die harte Tour. Ja, da bleibt immer nichts anderes übrig. Nicht da dran. Ja.
Das. Nee. Gibt's noch einen Schatz oder so? Nee. Scheiße mit dir. Ich muss die Steuerung nicht zubeschießen. Eigentlich so ganz easy hier so ein bisschen Pump fahren und dann da rutschen. So geht das eigentlich ganz easy. Easy. Hat das einen Sinn, da hochzugehen? Scheiß. Weiter mit dem Zahnrad Express. Wohl. So ist der Zahnrad-Express eigentlich ganz praktisch, oder? Wo kommst du? Und dass du halt immer ziemlich schnell laufen musst und so, ist auch ein bisschen doof. Was ist das? Wenn es ist wieder eine Verarsche. Zwar immer gesehen, aber ich habe das nie aufgehoben, weil ich nie dagegen geschossen habe. Ich glaube, das ist ein übelster Fake. Aber okay. Hey, was ist jetzt? Ah. Das ist jetzt eigentlich ganz easy. Denke ich. Ach, schon keine Ahnung mehr. So lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Na komm, auf, auf, weg und da rüber. Jawohl. Gute Nein, was macht er denn? Ich drück auf X für springen. Was macht er? Fällt runter. Bist du nur doof oder was? So, ey, komm. Manchmal kann man die Steuerung sowas von in die Tonne knallen. Da sehe ich ja irgendwo noch einen Schatz, oder? Nein. Nein. Toll. Eigentlich ein perfekter Platz für einen Schatz gewesen. Noch ein Weg raus. Jay, hör das schon. Das muss sie sein. Schäfers Expedition. Wow.
erschossen. Das ist die Irmensäule, der Lebensbaum. Das Ahnenerbe. Das waren alles SS-Leute. Na, trotzdem mal so. Nazis. Nazis? Was wird dann aus dem Mann? Tenzin. Schäfer war das. Ah. Schäfer war das. Mare, Mare. Ja. Nur so konnte er sie stoppen. So. Mit diesen lustigen Geräuschen im Hintergrund. Verabschiede ich mich auch diesmal für diese Episode. Wir machen das nächste Mal dann weiter, wenn wir herausfinden, was dort auf uns zukommt. Und lasst euch einfach überraschen. Und ja, wir sehen uns einfach das nächste Mal. Und bis dahin, ciao.